Studierende, und wir haben jetzt die Möglichkeit bekommen, hier eine kleine Präsentation auszustellen heute. Und ja, wir sind alle Studierende, das heißt, wir kommen von der Kunsthochschule. Und das ist natürlich alles sehr wild durcheinander. Wir haben verschiedene Medien, wir haben verschiedene Themen. Also wir haben Gemälde, Prints, Fotografien, aber eben auch Animationen und Filme. Das könnt ihr euch alles mal so anschauen. Ihr könnt auf die Leute zugehen, die dann fragen, worum es geht, was immer ihr wissen wollt. An der Stelle wollten wir aber vor allem auch erstmal Danke sagen. Danke an Sarah, dass wir hier sein dürfen, dass sie uns das Vertrauen schenkt, quasi Studierenden, die eigentlich noch nicht so viel Erfahrung haben, das mal alles auszustellen. Ich glaube, es ist auch nicht selbstverständlich, wir als Studierende kriegen jetzt auch nicht so häufig die Möglichkeit, jetzt einfach mal außerhalb der Märzakademie was auszustellen. Deswegen danke dafür. Genau, als kleines Dankeschön haben wir Blumen dabei. Genau, wir wollten auch Martha danken an der Stelle, weil Martha in der Vorbereitung hat sie uns da so sehr unterstützt, wie wir das konzeptionell alles hinbekommen, damit es jetzt so wird, wie es ist und damit es auch dem Hype so ein bisschen entspricht. Ja, und dann wollten wir auch euch allen danken, dass ihr hier seid, den Künstlerinnen, die das alles ausgestellt haben. Wir haben da so einen kleinen Aufruf gestartet, quasi märzweit, dass jeder, der möchte, kann jetzt hier was ausstellen und sich mal quasi einer Öffentlichkeit präsentieren, die nicht nur die März ist. Deswegen auch danke an euch und an alle, die halt hier sind. Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was ist The Hive? The Hive wurde gegründet von Bodo hier neben mir. Deswegen übergebe ich mal das Wort an Bodo, weil ich glaube, er kann ein bisschen besser erläutern, worum es da geht als ich. Okay. Also es ist zwar richtig, dass ich das vielleicht in das Leben gerufen habe, aber natürlich besteht der Hype natürlich aus den ganzen Künstlern, aus den ganzen Studierenden, die da jeden Tag mitmachen. Vor allem auch in der Vorbereitung. Ja, Überraschung, den Hype gibt es jetzt seit einem Jahr. Morgen in einem Jahr ist unser Geburtstag. Also ist das quasi unsere kleine Geburtstagsausstellung. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang haben wir es gesagt. Applaus für uns. Applaus für alle, die mit dabei waren. Jedes Mal. Ja, wir haben uns ganz schön durchgeboxt. Das ist entstanden an einem Abendessen, wo wir gemerkt haben, dass es vielleicht doch ganz günstig wäre, wenn man sich zusammenschließt. Und wir haben gemerkt, dass es zusammen mehr geht. Wir dachten, wir probieren jetzt mal aus. Quasi wie jedes Künstlerkollektiv auch. Die Beweggründe sind halt überall ähnlich. Ganz genau. Und dann haben wir es einfach ausprobiert. Das Doofe war, dass da zur Zeit noch Corona war. Das war ein bisschen schwierig, da die Leute zusammenzubringen. Also haben wir es zuerst online gemacht und dann haben wir den immer stückchenweise. Wurden wir dann immer mehr. Zwischendrin waren wir nur noch drei Leute, aber wir haben es irgendwie geschafft, das immer weiter durchzuziehen, und jetzt ist nach einem Jahr sind wir hier in einer Ausstellung, wo wir den Studierenden der Märzakademie das ermöglichen können, das zu alles auszustellen, was sie wollen. Wie auch immer. Ich muss auch noch Danke sagen an die Organisatoren von der Seite des Hypes. Das ist Dominik, Tamina und vor allem Cindy. Vielen, vielen Dank, dass ihr das hier alles auf die Beine gestellt habt. Sonst wäre der Abend heute wieder nicht gewesen. Ganz genau. Und natürlich auch allen Künstlern, die heute etwas ausstellen, etwas präsentieren. Und da möchte ich das Wort an Tamina übergeben. Ja, genau. Ja. Also ich bin jetzt auch schon lange beim Hype. Habe jetzt auch viel bei der Organisatoren. Ich bin natürlich mit den anderen hier. Ich habe jetzt auch was ausgestellt. Das sieht man hier drüben. Es sind ein paar Animationen unter den anderen Filmen, die es natürlich auch noch gibt. Die eine Animation beschäftigt sich so ein bisschen mit der Zeit während Corona, wie sich das so ein bisschen angefühlt hat.
Vor allem jetzt für jüngere Leute, die gerade so, sag mal, ins Leben starten. Und das dann halt so ein bisschen schwierig war, dann halt wirklich auch so Pläne und so weiter umzusetzen. Die andere Animation, die ich gemacht habe, beschäftigt sich so ein bisschen mit dem Thema Wasserverschmutzung. Ich habe da jetzt, also ist aus der Perspektive eines Fisches. Ich habe da Venedig so ein bisschen als Inspiration genommen, weil ihr da bei einem Ausflug nach Venedig, da ist auch der Haifisch entstanden übrigens, da habe ich da halt so ein bisschen drüber nachgedacht und ja, wir wissen ja alle, dass mit Venedig so ein bisschen schwierig ist. Und die dritte Animation ist eher so eine lustige Animation, der ist eher so um ein paar Minuten halt so ein bisschen Zeit miteinander verbringen und es gibt dann einen kleinen Twist und es geht einfach nur darum, dass man halt von den Leuten, die man halt gerne hat, auch so die negativen Seiten annimmt und dann würde ich einfach gleich weitergeben an die nächsten Künstler. Wissen das. Also ich bin Paul, ich bin auch von Lea Merz und ich habe auch ein paar Animationen ausgestellt. Ja, ich halt, also ich wüsste gar nicht so genau, was ich da jetzt groß dazu sagen sollte. Ja, danke. Okay, did you want to say something? Yeah, so hi, I'm Sarah. I have three of my paintings there, and this is actually my first time in Stuttgart that I had an exhibition. I studied fine arts before, and this is my first semester in Merz Academy, so I've been learning a lot different kind of studies that I used to do before, and it's really nice that we have this chance. Thank you, hi, that we could do this. Yeah. I'm Margot. I'm from the Netherlands. I'm following my minor here at Mads Academy for 6 months. And yeah, actually, these are the illustrations I made, and I made it in Stuttgart, and it's, yeah, kind of tells the story a little bit how it started in Stuttgart and how it's going. But it's really, yeah, it's saying for itself. And yeah, it's very, very nice that I can like exhibit my work here in Stuttgart. So thank you. Ich bin aus Luxemburg und bin jetzt auch in meinem ersten Semester in Merz. Ich habe ein Foto ausgestellt, und zwar das Schwarz-Weiß-Bild. Und ja, ich denke, man kann schon herausfinden am Bild, um welches Thema es sich handelt. Und das Bild habe ich ausgewählt, weil das Bild vor einem Jahr geschossen wurde. Und da es ja um den ganzen Klimastreik und alles geht, habe ich das Bild gewählt, weil es ja heute immer noch so ein großes Thema ist, auch nach einem Jahr, auch davor schon, auch sehr lange schon. Und ich wollte das Bild einfach zeigen. Es ist jetzt das erste Mal, dass das Bild so präsentiert wird, weil es davor immer wieder, ich habe versucht, es zu präsentieren, aber in Luxemburg wurde es oftmals, ich sag mal, abgelehnt, weil die Schrift drauf zu vulgär ist. Aber ja, ich habe die Möglichkeit einfach genutzt, um es einfach zu zeigen, um einfach meine Arbeit zu zeigen. Und weil ich schon finde, dass das Thema eigentlich ein wichtiges Thema ist, auch heutzutage noch. Und ich persönlich bin jetzt nicht so eine schlimme Klimakrisin, wie man im Moment ja überall sieht. Aber ich finde schon, dass das Thema eigentlich echt wichtig ist für unsere Zukunft. Dass das mal uns jüngere Leute und unsere Zukunft betrifft. Ja, ich glaube, mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Gut, dann Dankeschön. Die Fragen kommen auf uns zu. Ja. Wir haben wahrscheinlich mehr Angst vor euch als ihr vor uns, deswegen ihr müsst keine Scheu haben vor uns. Auf uns zukommen, Fragen stellen, was auch immer ihr wissen wollt. Wir reden gerne über unsere Arbeiten. Dankeschön. Sind das andere Menschen?